Weil das fand ich immer das Problem. Darüber haben Timon und ich auch schon mit viel simpleren Dingen geredet. Zum Beispiel Bio, nicht Bio. Wie viel sagt das wirklich aus am Ende, ne? So, wie viel kann man als Verbraucher überhaupt Wert darauf legen? So, lohnt es sich jetzt für mich wirklich, das Doppelte zu bezahlen? Ist das Tier wirklich besser behandelt worden? Oder sind nur ein paar mehr, weniger Medikamente drin und ist mir sowieso egal? Also, es ist so als Verbraucher halt schwierig, irgendwie da durchzublicken. So, und wenn man jetzt gesagt bekommt, ja, kauf nur noch Fisch mit ASC-Siegel. Und dann fragt man sich als Verbraucher, beziehungsweise ich frage mich dann, okay, ist es wirklich besser? Und wer vergibt diese Siegel? Wird da vielleicht auch getrickst? Deshalb wäre jetzt auch meine Frage gewesen, welche Siegel sind gut? Auf welche Siegel kann man sich verlassen? Gibt es Siegel, bei denen irgendwie wirklich getrickst wird? Macht es überhaupt Sinn, darauf zu achten? Oder kann man jeden Fisch kaufen? Also so, das wären so die Fragen. Es sind ein paar viele, aber Ja. vielleicht damit der Verbraucher weiß, was er kaufen soll. Damit, wenn man jetzt diesen Podcast hört, weiß, okay, den Fisch kann ich guten Gewissens kaufen oder auch nicht. Also das Spannende ist, anders als bei dem Biosiegel, wo es um die Inhaltsstoffe geht, ne, und da kommt es dann natürlich auf die Kontrolle drauf an, ob das glaubwürdig ist oder nicht, aber ich weiß, das Produkt hat andere Eigenschaften, wenn es Bio ist. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel der Bio kann immer nur was Gezüchtetes sein, weil eine Anforderung ist, dass wir wissen, was die zu fressen kriegen. Und bei den Wildfischen wissen wir nicht, was sie zu fressen kriegen. Die sind also sowieso immer bio, weil sie sich frei im Meer ernähren, aber sie können nicht bio gelabelt werden, weil wir keine Kontrolle über ihre Nahrung Siehst du, da haben. fängt schon an, ja. Aber wenn ich eine Biogarnele mit einer herkömmlich erzeugten Garnele aus Aquakultur aus Südostasien vergleiche, dann ist fast sicher in der Biogarnele viel weniger Antibiotikum oder gar kein Antibiotikum als in der herkömmlichen Garnele. Also wenn es bei uns zu Hause Zuchtgarnelen gibt, dann sind die, wenn es irgendwie geht, kommen die aus Bio-Aquakultur, einfach weil die Inhaltsstoffe anders sind. Okay, aber so eine richtige Wildgarnele, die man jetzt fängt, die ist ja theoretisch auch bio wahrscheinlich. Ja, die Aber wir ist dann dürfen sie auch. nicht so labeln. Die ist dann auch Bio, die darf man so nicht labeln. Okay. Da ist aber dann auch kein ASC-Siegel drauf, denn ASC ist ja Aquaculture Stewardship Council, die zertifizieren also bloß Aquakulturen. Die Entsprechung für Wildfänge wäre das Marine Stewardship Council. Und da muss ich gleich einen potenziellen Interessenskonflikt anmelden. Seit ungefähr 17 Jahren arbeite ich an diesem Siegel mit. Ich bin Mitglied der Gruppe und habe die über viele Jahre Okay. geleitet, die diesen Standard entwickelt und immer versucht, aktuell zu halten. Also das ist ein Moving Target sozusagen. Die Ansprüche werden jedes Jahr höher. Ja. Und wir bemühen uns, eine Gruppe von 15 Wissenschaftlern, die dafür nicht bezahlt werden, also die freiwillig da mitarbeiten, aber die das im, also ich kriege mein normales Gehalt weiter sozusagen, aber ich werde nicht vom MSC dafür bezahlt. Wir glauben, dass es eine gute Idee ist, weil die Marktkräfte genutzt werden und die richtigen Anreize geschaffen werden, damit Fischereien willens sind, sich zu transformieren und sich nachhaltiger zu benehmen. Okay, Und und welche dafür kann muss man man. jetzt, auf welche kann man sich jetzt vertrauen? Welche Siegel? Was soll ich Also kaufen? natürlich wenig überraschend, weil ich an der Entwicklung dieses MSC-Siegels, der Ja, mit ist ja Abstand okay. das führende Siegel der Welt ist für Wildfischprodukte, ich halte das für glaubwürdig. Da gibt es sehr Wie heißt das genau nochmal? MSC, Marine Stewardship MSC, okay. Council. Da gibt es sehr genaue Regeln in dem Standard, was überprüft werden muss. Das vergibt nicht der Standardinhaber selber, sondern es sind Dritte, die dafür akkreditiert werden. Also die müssen beweisen, dass sie den Standard richtig anwenden können, gehen dann ein Geschäftsverhältnis mit der Fischerei ein. Also die Fischerei bittet die Zertifizierer zu überprüfen, ob sie dem Standard entsprechen. Damit Ja. hat der Standardinhaber, der MSC, nichts zu tun. Der entzieht auch kein, der vergibt keine Siegel, der entzieht keine Siegel, der bekommt kein Geld aus der Fischerei, sondern der MSC finanziert sich im Wesentlichen durch eine Abgabe des Handels. Also überall, von jedem Produkt, auf dem ein MSC-Siegel prangt, muss der Handel einen sehr kleinen Teil, ich glaube, es sind 1,5% oder sowas, an den MSC abführen und daraus wird all diese Standardentwicklung und so weiter bezahlt. Aber es gibt keine direkte Beziehung zwischen dem MSC und der Fischerei. Deswegen hat der MSC auch im Grunde kein direktes Interesse daran, ob eine bestimmte Fischerei zertifiziert wird oder nicht, sondern wir bemühen uns, die Regeln so konsistent wie möglich zu machen. Und ganz wichtig, sie müssen global anwendbar sein, was wirklich eine Herausforderung ist, weil die Fischereien eben so sehr unterschiedlich sind. Also das ist mit Abstand der Abstand das Beste. eingeführteste Okay. Standard. Ungefähr 80, 85% der weltweiten zertifizierten Fischprodukte tragen das MSC-Siegel. Und dann gibt es eine ganze Reihe von anderen Siegeln, die dann zum Teil Spezialitäten haben. Also Friend of the Sea zum Beispiel hat irgendwann gesagt, wir zertifizieren nur Fischereien, die weniger als 7% Beifang haben, unerwünschten Beifang haben. Okay. Halte ich persönlich für keinen guten Ansatz, weil in den Okay. Schwarmfischfischereien, also Hering und so weiter, ist alles über 1,5 oder 2%
viel zu hoch. Also da muss man sich schon echt anstrengen, um mehr als 2% unerwünschten Beifang zu haben. Also 7% einfach eine zu hohe Quote. Zu hoher Anteil, während in den Plattfischfischereien in der Nordsee kann man das im Grunde nicht mit unter 40% oder 50% unerwünschten Beifängen machen. Dann sagt dieser Standardinhaber, naja, dann zertifiziere ich halt keine Schollen. Aber das nützt dem Verbraucher dann auch relativ wenig. Und die 7% schaffen dann in der Heringsfischerei auch keine Anreize, sich zu verbessern. Also aus meiner Sicht ist wichtig, dass die wissenschaftsbasiert sind und dass sie den Anspruch haben, dauernd für eine Verbesserung zu sorgen. Auch wenn man zum zweiten oder dritten Mal zertifiziert ist, es ist ein Moving Target, die Anforderungen steigen mit jedem Zertifizierungsprozess, der alle 5 Jahre durchgeführt wird. Und dann ist ein solches Siegel glaubwürdig. Okay, MSC gut, Friend of the Sea. Was gibt's denn noch im Supermarkt? Worauf kann ich denn noch achten? Gibt's so andere Sachen? Farbe, Konsistenz, also klar, also es sollte nicht stinken, aber. Also ganz, ganz wichtig, da hatte ich vorhin angefangen, bei dem Bio-Siegel unterscheidet sich der Inhalt. Na, also eine Bio-Ware hat andere Eigenschaften als eine Nicht-Bio-Ware. Beim Eco-Labeling, also bei der Nachhaltigkeitszertifizierung, ist der Seelachs, der zertifiziert ist und aus dem gleichen Gebiet kommt, völlig identisch mit dem Seelachs, der nicht zertifiziert ist. Da geht es also um die Zertifizierung des Prozesses, aber der Seelachs ist identisch. Da gibt es keinen Unterschied. Das ist ein bisschen schwer zu begreifen sozusagen, weil man durch das bisschen mehr Geld, was man ausgibt, dafür sorgt, dass die Ressource nicht überfischt wird und die Fischereien einen Anreiz kriegen, sich gut zu verhalten. Aber für meinen eigenen Körper tue ich anders, als wenn ich was mit Bio zertifiziert kaufe, nichts, weil der Inhalt ist haargenau das gleiche. Okay. Also das ist so ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen den beiden. Was gibt's noch auf dem deutschen Markt? Es gibt jede Menge Pro Planet und Fairfish und was weiß ich. Es gibt so ein paar Siegel von Firmen, die erfunden haben. Da steckt meistens nicht wahnsinnig viel Standard dahinter, sondern das ist, also die haben dann eine bestimmte Einkaufspolicy, aber die überprüfen sie auch selber. Und an der Stelle wird es dann häufig ein bisschen schwierig, weil es keine unabhängige Überprüfung ist, ob die Regeln auch wirklich eingehalten werden. Es gibt die Nachhaltigkeitsstandards Icelandic Responsible Fisheries und den Standard des Alaska Seafood Marketing Institutes, die vor allen Dingen Lachs zertifizieren aus Alaska und so weiter, die einen deutlich niedrigeren Standard haben. Es gibt den Naturlandstandard, auch ganz spannend, weil es 2 Naturlandstandards gibt, den für Biofisch aus Aquakultur, der einen sehr hohen Standard hat, und den für Wildfisch, da steht dann ganz klein Naturland, aber dann ganz klein Wildfisch drunter, der mit dem Bio-Standard nichts zu tun hat und aus meiner Sicht noch sehr am Anfang steht. Also da gibt es viel Entwicklungspotenzial, weil Naturland aber einen guten Ruf hat, glauben viele Leute, dass der Naturlandstandard für Wildfisch der höchste wäre, der verfügbar ist. Das ist definitiv nicht der Fall. Okay. Ja, da gibt es ein bisschen andere Schwerpunkte, die legen viel Gewicht auf Arbeitsbedingungen und auf so soziale Faktoren. Das macht der MSC, der ein ausgesprochener ökologischer Standard ist, bisher nur also sehr basisch. Da gibt es beim MSC Entwicklungsbedarf sozusagen, dass man sagt, ja, aber ist ja schön, wenn der Fisch nachhaltig gefangen wurde, aber wenn dann gleichzeitig Leute versklavt werden an Bord, ist das nicht gut. Und all diesen Nachhaltigkeitsstandards ist gemein, dass sie keine Qualitätsstandards sind. Also der Fisch kann gesundheitsgefährdend sein, sage ich jetzt mal völlig übertrieben, aber er ist halt mal nachhaltig gefangen worden. Also das ist ganz wichtig. Wir kriegen hier ab und zu Leserbriefe, hätte ich fast gesagt, die sagen, ich habe da neulich so einen Fisch gekauft, da war MSC drauf und er hat fürchterlich geschmeckt. Und, das ist nicht der Punkt. Also abgesehen davon, dass wir da nicht dafür zuständig sind, sondern natürlich der Händler, die Nachhaltigkeitszertifizierung sagen nichts über die Qualität oder Inhaltsstoffe.